Seid gegrüßt, Freunde des lebhaften Puppenspiels hier bei Lies of P. Und jetzt wird es mal dem guten alten Andreas ordentlich. Naja, der wird mal aufs Maul bekommen, bitte. Hoffe ich zumindest. So, es hält auch der Schleifstein länger mit seinem Feuereffekt. Das ist schon mal ganz gut. Skillen kann ich leider gerade nicht, oder? Nee, ich habe nichts. Ich könnte noch mal das Thermit ausrüsten. Das wäre, glaube ich, gar nicht so doof. Der ist ja feueranfällig, ne? Ich will gern noch mal zur Bücherei von Sankt irgendwas. Angelico, glaube ich. Wir franken wieder mal. So, haben wir da noch mal etwas Upgrades bekommen? Ein bisschen mehr was fürs Ausweichen. Das nächste wird wahrscheinlich noch eine Pulszelle werden, was ich machen werde. Einfach mehr Heal ist geil und die Heals heilen auch mehr. Das habe ich ja auch mit reingenommen. Ich könnte noch... Ach nee, ich müsste mir erst noch diesen diesen Dingrich hier, diesen Mondstein erst kaufen für meine Bosswaffe, ne? Ich bin schon gespannt, was man dann von denen hier bekommt. Okay. Na, was machst du? Okay, das machst du. Kannst du mal rennen, Alter? Okay, er brennt. Schön. Hör auf, wegzurennen. Und wupp, wupp, wupp. Und Bamsen. Alter, gefallener Arzbischof, wollte ich gerade schon sagen. Leck mich, oh Mann. Wieder so am Scheitern in der ersten Phase. Ah, Gott. Ach, die ist wirklich noch relativ machbar im Vergleich zum Rest. Aber wenigstens ist der Laufweg zum Boss halt wirklich arschkurz, also im Vergleich zu anderen Bossen. Na gut, der Parademeister war auch kurz, dann wiederum der andere Typ hier, der Machmann, da war es wiederum langer Weg. Mit ein paar Gegnern, bei dem Fuoko konnte, wie auch immer man das ausspricht, konnte man einfach oben drüber laufen. Ich wollte dann noch das mein Feuer aktivieren. Na, Market lässt grüßen mit deinem langsamen Schlägen. Ja, vergessen. Ich brauch Heal. Ja. Geht da einfach Augen zu und durch, ne? Und... Boom, Junge! Und nochmal den hier. An die Kamera. Mein. Und bum bum bum. Heilen und nochmal den Megaschlag.
Den kann man relativ gut parieren immer noch. So, tschüss. Okay, die will ich jetzt nochmal sehen. Fürs Video. War die Sequenz so geil? Weiß, eine neue Folge ist. Na, ab sofort werde ich die ansonsten skippen. Na komm, zeig dich, du. Deine wahre Gestalt. Ja. Potzblitz. Mann, bist du hässlich. Der Flügel von ihm. Holy fucking shit. So, wirklich ran. Ah, leck mich. Heilen? Ah, geht nicht mehr. Schön hinter ihm bleiben. Oh, Alter. Okay, der ist gar nicht mal so schwach. In Phase 2 legt er echt zu. Und vor allem an Geschwindigkeit legt er zu. Das wirklich hinsprinten, oder ist mir noch zu nah an der Wand. Das gefällt mir nicht. Aber ich will ihn auch gar nicht so weit erst vorkommen lassen. Ich habe das auch das Gefühl, kämpft man gegen seine Vorderseite, also gegen seine wahre Gestalt, wird es, glaube ich, alles noch etwas schwerer werden. Und vor allem muss ich dann... Nee, ich muss nur die Zeit erstmal ausnutzen, um meinen Schleifstein zu nutzen. Das könnte was bringen. Natürlich. Natürlich. Ah, ich vergesse es immer wieder. Leck mich! So, und wieder den Mega-Hieb. Wumms und Wumms. Ach, Mann. Wollte ich gerade parieren. So, heilen und den Mega-Hieb. So, Phase 2. Ah, nee, okay. So. Ah, das ist ein Rundumhieb. So. Okay.
Okay, jetzt ist er noch schneller als vorher. Kannst du mal brennen? Ah. Alter. Aber Feuer macht ihn echt gut, ne? Okay. Sein Arschgesicht, das muss irgendwie... Also er ist deutlich schneller als in Phase 1. Das ist irgendwie ein ungewohntes Tempo auf einmal. Aber ich habe da noch mein Granatwerfer noch. Macht der Feuerschaden? Die Explosions sind ja theoretisch Feuer, ne? Moment. Na, verschwendet. Fuck. Müsste ja theoretisch dastehen, oder? Das Feuerschaden macht? Nee, ist bloß physisch. Das ist bloß physisch. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, wenn das nur physisch ist. Feuer wäre schon schön gewesen. Ah, leck mich. Ja, was machst du jetzt? So, geht zum Boden. Und bam. Oh, hast du aber noch weit nach vorne gehoben. So, tschüss, Alter. Und nochmal den Bärenschlag hier. Etwas aufheilen. Heilen, ganz wichtig. Ah, verdammt, das ist Timing. Und die Kamera. Da muss ich die Kamera loslassen. So. Ah, ganz schnell heilen und Feuer. Na komm her, du Arschgesicht. Nee, kannst du vergessen. Heilen. Boah. Nein, weg! Nein, ich hätte parieren sollen. Hätte ich zumindest nochmal die gestackert gehabt, den Spezialgriff machen können und nochmal heilen können. Oh, das sah jetzt gar nicht so scheiße aus. Sah sogar richtig gut aus. Ja, es sah. Betonung lag auf sah. Oh. Oh Gott.
Ja, mehr von diesem Feuer wäre geil und noch eine Pulszelle wäre geil. Ich glaube, die nächsten zwei Quarz kommen erst nach ihm. Ist, glaube ich, sogar ziemlich stark. Ach, jetzt habe ich keinen Termit mehr, ne? Ach, leck mich doch. Ich bräuchte doch einen neuen Händler. Ja, das verkauft. Ja. Ja, diesmal nicht. Gibt's doch nicht. Heilen? Bumm, Junge. Und der hier. Ah, die Hitbox von diesem Angriff. Ausdauer. Was machst du jetzt? Du Klumpen. Oh, geparried. So, und nochmal der Angriff L Speziale. So, Feuer drauf machen. Na du? Oh nee. Okay. Hab ihn. So, und nochmal der heftige. Nein, weg. Okay, und daran. Weg. Der Wartung ist gebrochen. Tschüss, Alter. Wuhu. Ja. Thank you.
And now, the stage is set. Holy crap, was auch immer gerade das war. Meine Waffe ist übelst broken. So, erstmal eliminated. Und der, ach, der ist jetzt verschwunden als Ergo, oder was? Ja, sag, böse sein, ohne dass du sagst, dass du böse bist. So, wir haben beim Wolf was und beim Venini, glaube ich. Stimmt, wir haben jetzt ein neues Boss-Ergo gefunden. Oh, der Kampf war gut, da vor allem das Ende. Das Ende war noch besser, weil ich gewonnen habe. So, hast du noch was zu melden? 10.000. 10.000 Seelen. Seeking refuge became monsters somehow. But the petrification disease turns you to stone, not into a monster. I'm worried about the Malam district, just below the cathedral. I wonder whether there are monsters there, too. So, gib mal 2 Stück. Noch 3000 übrig, oder? Verbleibendes Ergo, ja. Einmal da rein. Und noch einmal da rein. Dann, wo ist denn unser guter alter Lupina-Freund? Erstmal gehe ich hier zu Venini. I've been investigating the puppet frenzy and it looks like I need your help. First, let me show you a little something I've been working on. I call it the Ergo Wavelength Decoder. The name lacks a certain flair, but I assure you it works. If my suspicions are correct, something in the puppet's very ergo is causing their aggression. My decoder can find malicious signals within the waves, but I cannot possibly get close enough to gather the ergo wave records myself. You, on the other hand, would you? I refuse to believe the King of Puppets is truly behind this puppet rampage. It's too simple, but also a bit too much even for him. No. I suspect the ergo itself is corrupted, or at least compromised. I do so desperately want to find the cause, as I'm sure you do too, my friend. It breaks my heart to see puppets turned into murderous tools of bloodshed. Ja, go, Decoder, okay. So. Du hast nichts Neues. Erstmal bleibe ich bei Feuer. Dann werde ich mir noch diesen einen dunklen. Nee, erstmal will ich zum Wolf. Wo ist denn der? Ist er hier oben irgendwo, der Wolf? Der gute alte Wolf. Der gute alte Wolfgang. Ist er hier irgendwo hier oben? Hat vielleicht noch der Geppetto noch was zu sagen? Also noch was im Petto quasi. Geppetto. Sein Stuhl ist rangeschoben, also muss er was zu melden haben. A victim of the petrification disease turned into a monster. That's just tragic. Jo. Could the disease lead to puppet frenzy? No, that doesn't make sense. Remember, puppets cannot get the disease, but puppets shouldn't frenzy either. I made them to obey and protect humans, not go berserk and harm them. But the stalkers blame me. They think I worked with the alchemists to spread the disease to puppets. How sad. All this resentment. With a lie at the root. That's why my only wish is that you stay a good boy. No resentment. No lies. Okay, der will also nicht, dass wir lügen.
Aber anscheinend ist das Lügen das Einzige, was uns zu Menschen macht. Also das eigentlich das, was Pinocchio immer wollte. Zum Menschen zu werden. Das ist noch versperrt. Wo ist denn der Wolf jetzt? Ach, der ist bestimmt unten bei der guten alten Dame, oder? Wolfgang! Mozart! Hier eventuell? Ja, hinten ist er. Oh, it's you. This hotel is indeed a refuge from the dangers of the outside world. I am the Hound, a descendant of the city's most aristocratic family. Ja, das kennen wir schon. Anyone with a worthy spirit is especially welcome. Accordingly, I shall give you the honor of laying eyes upon my treasure. However, you must prove your worthiness. For this legendary treasure, the ego of a powerful enemy shall suffice. It's up to you if you want to make the exchange. Take your time to admire it. Okay. I've certainly done likewise. Kaufen. Man bekommt von ihnen einen Dreizack. Oder bei Verwendung von Pulszellen besteht eine Chance, dass keine verbraucht werden. Das ist auch schon, aber das wiegt halt so arsch viel, ne? Das hat ein B auf Technik. Es ist halt ebenfalls auch nicht so scheiße. Ich bleib bei dem Ding. Das ist vielleicht viel später, wenn man mehr tragen können. Gar nicht so doof, das zu haben. So, hast du noch was zu melden? People have no idea. Thanks for keeping me company. Nee, du hast noch nichts Neues, um uns was beizubringen. Dann kommt jetzt noch der Mondsteinkauf. Ah, gib her. Der gute Teil. Okay, die sind jetzt unendlich. Vielleicht kann ich die anderen auch irgendwann mal unendlich kriegen. So, Eugenie. You know that stalker? Well, I didn't know he was still alive. I haven't seen him in person. And I don't know how I'd react. How do you thank the man who saved your life? I'm so glad that someone so kind has reached safety. And speak. So. You're not the only one who's curious. Most my looks give it away, don't they? Suffice it to say, I'm from the country of the morning, beyond the ocean. But I wouldn't be much of a tour guide. Japan? All I know about it is their weapons. My family was a house of weapons specialists. It's quite a reputation to live up to. They almost took charge of planning for the grand exhibition. But that's their reputation, not mine. And they deserted me when I was little. I don't even know who they are. And my reputation is my own. I suppose my only connection to them would be weapons. So I'm an orphan. And that hardly makes me exotic and crot. Can I help you with anything else? Ja, ich würde gerne was verbessern lassen wollen. Ach, braucht man sogar schon zwei Etikett. Dann brauche ich vier Stück davon. Ach Gott, es wird alles so teuer werden. Die Axt könnte ich verbessern. Die hat die ist ausgewogen, ne? Die Axt, du bist Stärke. Du bist. Ach, die habe ich schon auf Decks gedext, ne? Du bist auch ausgewogen. Und du bist Fortschritt und Technik. Okay, gut. Dann will ich nochmal ganz kurz zurück zu der Bibliothek und hoffen, dass die. Dass ich jetzt noch bei der guten. Ja, da kann ich sogar noch was machen. Hotel Grad. Die Bücherei, das Schallplattensymbol. Kann ich mir jetzt einen neuen Song abholen oder was? Wäre geil. Admission 2. Ich weiß gar nicht, wie viele Nebenquests ich jetzt schon verpasst habe. Da waren bestimmt schon ein paar. So. Schenkt ihr uns jetzt eine Schallplatte oder was? Wäre echt nice von ihr, wenn wir was bekommen würden. Ja, die ist sogar weg. Oh. Schriftliches Geständnis, das will ich da mal lesen. Das könnte interessant sein. Divine Service, ja. Wir wissen das Geständnis hier. Danke für Ihre Hilfsbereitschaft. Ich bin ein Sünder, der in der Vergangenheit unschuldige Menschen ermordet hat. Oh Gott. Ich schaffte es nicht, das Monster mir zu unterdrücken. Nur der Erzbischof konnte mich retten.
Natürlich war ein Mensch, der Fehler machte, selbst Heilige verfallen dem Reichtum und der Macht. Doch ich kann wenigstens ich selbst sein, was ein großer Segen ist. Also ja, ich glaube, dass er ein Heiliger war. Oh, neues Emote. Jetzt kannst du den jetzt hast du den zweiten Pfad eröffnet. Danke, dass ich als Mensch leben darf und nicht als Monster. Adieu, Cecile. Okay. Ich will mal, das will ich mal ganz kurz anhören. Ist das hier so ein Kirchengesang wahrscheinlich, ne? Hotel Krat. So, schon zwei Schallplatten. Ich weiß gar nicht, wie viel es gibt. Es gibt da bestimmt so 20 Stück wahrscheinlich. Alle durch Nebenquests. Es gibt noch ganze 12 Gebiete, glaube ich, in dem Spiel. Schallplatten im Besitz. Wir haben viel. Ja, und der neue Divine Service. Legen wir mal auf, DJ. Klingt jetzt nicht gerade sehr göttlich. Eher so ein bisschen spanisch, oder? So spanische Akustik, ne? Moment, da fällt mir gerade was ein, was ich noch machen kann. Fuck. So. Ich würde sagen, wie es weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.